Gelber Cooper. Okay, der gelbe Cooper selber bringt einem auch eine Münze ein. Ob ich das in der Zeit hinkriege? Fast. Ich hätte es fast geschafft. Aber irgendwie, es muss auch schneller gehen. Habe ich den Eindruck. Wir können jetzt zumindest schon mal die ersten jeweils anhauen. Um da Zeit zu sparen. Und dann schnell jeweils die hier. Dann sollte das gehen. Ach, schade. Aber ihr seht's. So ist es auf jeden Fall möglich. Ich hau nur von jeder Seite schon mal einen an, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Und dann sollte es nicht nur klappen, sondern auch nicht mal knapp werden. Scheiße. Andersrum. Ich wollte den drücken und den anderen nehmen. So, hier unten geht das noch fit. Oder auch nicht. Oder auch überhaupt nicht sogar. Scheiße, wieso kriege ich das hier nicht auf die Reihe, Gott? Bessere Idee, ich lass den einfach machen. Wenn das mal geklappt hätte, ne? Wäre echt eine tolle Sache geworden. Irgendwie, ich weiß nicht, das Level, ich halte mich hier länger dran, als ich eigentlich es tun sollte. Ich blamier mich hier gerade irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie kann ich das nicht. Ich bin echt scheiße irgendwie. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht. Irgendwie kann ich das nicht. Auch wenn ich es schon fast geschafft hätte eben. Aber ich kann es nicht. So, wenn das jetzt noch einmal klappt, wäre ich sehr glücklich darüber. Ah, alles klar. Warum nicht gleich so? Okay, ich muss genau dann drücken, wenn alle vier rauskommen. Aber alle vier kommen da gar nicht raus. Derjenige, unter dem ich stehe, kommt nämlich nicht raus. Oder auch, wenn ich noch daneben stehe. Ja, das ist schwierig. Aber wenn ich es ganz schnell mache, geht das dann vielleicht? Nee. Shit. Wieso ist der linke nicht runtergekommen? Ich kann hier nirgendwo wirklich stehen. Vielleicht in der Mitte kann ich hier stehen. Und alle kommen raus. Nee, jetzt kommt der hier nicht mehr raus. Stehe ich zu weit hier, kommt dann der nicht mehr raus. Doch, jetzt habe ich Stich genau in der Mitte. Aber die Dinger sind... Ich muss sie synchron machen. Aber irgendwie schaffe ich das nicht. Habe ich es jetzt? Noch ein Stück weiter hin, um den. Jetzt habe ich es, glaube ich. Oh. Oh, nicht abhauen. Letzte. Okay, nee, die haut nicht ab. Buh. Das war schwierig. Man musste richtig rumfungieren und Geschicklichkeit beweisen. Drei Stück. So, so, so. Sammeln, sammeln, sammeln und nehmen. Okay.
hier muss ich 23. Wie viel sind denn das hier? 4, 6, 8, 10, 12. 16, 20 plus 3 Mancher. Das heißt, ich sammle... Ich muss alles sammeln, bis auf entweder eine Münze oder einen Mancher. Ich glaube schon, dass ich alle Mancher sammeln muss. Und eine Münze übrig lassen muss. Probieren wir es mal. Ich glaube... Das wird nicht reichen. Glaube ich. Ich glaube nicht mal, wenn ich einen Block höher erwischt hätte. Hätte das gereicht. Wenn ich zwei übrig lassen könnte, dann wäre alles super, weil dann könnte ich hier perfekt hoch, aber das darf ich nicht. Es darf nur einer sein. Und es müssen, die Mancher müssen ja alle weg. Ich kann ja keinen Mancher übrig lassen. Die töten mich. Irgendwie, ne, es ist scheiße irgendwie. Ist der auch zu niedrig? Ich glaube schon, oder? Nein, tatsächlich. Okay. So ging's. Oh. Okay, ich verstehe. Deine verhält sich irgendwie anders, oder? Da kommt mir erst nur so vor. Was soll's, wir haben's. Oh, Vögel. Vögelchen. Okay, es wird ja wohl irgendwas mit diesen zweifarbigen zu tun haben. Ich gebe ihm nur die. Ah. Ah. Der kackt dann das aus. Acht. Kommt einer noch? Nein. Nein. Verdammt. Und wenn ich jetzt erst die fresse und dann die anderen? Dann kackt der, glaube ich, gar nichts aus, oder? Nee, der kackt ja echt nur bei den hellen Bären aus. Das wusste ich noch gar nicht. Nö, darauf habe ich nie geachtet. Also in anderen Mario-Spielen. Dass das so ist. So, dann fressen wir den und den von der Seite, damit der möglichst weit von links auskackt. Und ich noch gerade meine drei Münzen kriegen kann. Sogar vier vielleicht. Boah, jetzt haben wir sogar 10. Ich bin der Überflieger. Und hier... müssen wir schon eine volle Aktion hier bringen. Moment, wir machen das so. Spucken den runter. Den. Spucken den runter. Dürfen den nicht kaputt machen. Auf keinen Fall. Die dürfen nicht kaputt gehen. Also nochmal. Dann halt so von mir aus, dass er schön in der Ecke da auch bleibt. Und die sich nicht gegenseitig kaputt machen oder sowas. Den weiter nach da. Den weiter nach da. Alles anflammen. Auch nicht. Ach so. Oh, die Lösung ist einfacher. Die Lösung ist einfacher, als ich dachte. Moment. Nochmal. Ob das ein gutes Ende nimmt? Die Lösung ist tatsächlich einfacher, nur langfristiger. Nein. Als man denkt, ich soll die nicht anflammen. Ich soll sie einfach essen. Das heißt, ich mache das, warte hier. Eine ganze lange Zeit. Dank der Vorspultaste ist das dann im Bereich des Erträglichen.
Und das war's dann. Tada! Krass, ne? Okay. Einfacher als gedacht. Nur, dass man lange warten muss. 14. 4. 8. 19. 13. Ach, scheiße. Es hätte auch fast geklappt. Dann machen wir es halt so. Stück für Stück. Moment. Hä? Wie hatte ich das denn eben? Eben hat das irgendwie besser geklappt. Ach so, ich habe die alle aufgemacht. Ja, ja. Jetzt noch eine von hier. So, so habe ich das eben gemacht. Okay, wir brauchen zwei Münzen, die wir... Was? Kann ich die kaputt machen hier? Nein. Ich muss da rüber und die mir holen. Oder so, ich weiß auch nicht so ganz. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Ja, 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 doch, 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 ich verstehe. Okay, wir müssen denen einen Weg bauen, dass sie zu mir kommen. Geht das? Ah, ich wollte den blauen drücken auf jeden Fall und nicht den anderen. Was ist das? Ich hab's eh verkackt. Ich glaube, den habe ich mir gerade da... Ach nee, der ist nicht geglitscht, der kommt einfach. Mist. Nein, das darf ja nicht passieren. Ich muss das ja schon drücken. Wieder verkackt. Nee, es muss so laufen. Passt auf, das geht sonst nicht. Ich muss den Silbern hier loswerden. Steht mir total im Weg. Dann den und dann eine Brücke einfach bauen. Und dann... Das habe ich mir anders vorgestellt. Hat das nicht eben irgendwie geklappt? Probieren wir es nochmal, aber gründlicher. Ich glaube noch nicht, dass ich verkackt habe. Weiß ich noch nicht. Jetzt wollen wir einen Kreis machen. Wieso habe ich denn jetzt überhaupt schon den gedrückt? Warte mal, das macht doch gar keinen Sinn. Oder muss ich von vornherein den drücken? Muss ich von vornherein den drücken und die dann hier irgendwie auffischen? Das würde auch Sinn ergeben. Schauen wir mal. Ja, fast. Also ja, generell beweist das schon mal, dass das funktioniert. Ich muss das jetzt nur mit beiden hinbekommen. Weil der hält sich dann bei einem auf, wenn ich einen berühre. Und ich kann nicht in die Münzen rein damit. Oder habe ich das eben falsch gemacht? Nein, wieso geht der? Der geht oft nach links und macht mir den ganzen Weg zu, obwohl ich das überhaupt nicht will. So, ach, der geht nicht kaputt, indem ich die Dinger berühre, sondern indem ich... Ja, indem ich die Münzen berührt habe. Was für eine harte Nuss.